Moin, herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Let's Play LS17 Nordfriesische Marsch Vierfachmap ohne Gräben Version 1.2. Heute ist der letzte Tag des Jahres. Heute ist Silvester, heute gibt es zwei Folgen und ja, in diesem Sinne, ne? Wünsche ich euch jetzt im Vorfeld schon mal direkt einen guten Rutsch ins neue Jahr. Wir sind hier schon ein bisschen vor, haben das schon mal ein bisschen vorgezogen. Wir feiern schon mal ein bisschen Silvester, lassen es ein bisschen knallen. Macht natürlich keinen Sinn, jetzt in der Helligkeit zu machen. Ich lasse die Feuerwerke mal gucken, wie das denn jetzt heute Nachmittag in der zweiten Folge ist. Vielleicht ist es da ja dunkel. Vielleicht sieht es dann ja noch schöner aus. Mal gucken. Lassen wir uns mal überraschen. Und ja, wir sind aber ja eigentlich gar nicht hier, um Feuerwerk zu gucken, sondern wir sind hier, um zu arbeiten. Wir sind dabei, die Produktion der Brücke in Gang zu bringen und in Gang zu halten. Dafür brauchen wir noch eine Ladung Sand. Und dann auch, wir haben jetzt gerade schon Kies hingebracht, das ist der andere, die andere Cosplay-Meldung, die da links unten steht. Da steht der Kieslaster. Davon brauchen wir dann auch noch einen. Und dann sollte das wohl alles, da müssen wir nur noch die Stahlträger dahin bringen. Und dann wird die Brücke gebaut. Stahlträger müssen wir mal gucken. Wir müssen noch vielleicht noch Geld wechseln und noch Stahlträger kaufen. Ich weiß nicht, wie viele Stahlträger wir insgesamt brauchen. Da weiß ich auch noch nicht, wie viel Geld wir insgesamt dafür brauchen. Nicht das Dixie-Klo. Oh oh. Auch nicht, war da keiner drauf. Hoffentlich war da keiner drauf. So, aber ich kann ja mal gucken, wie wir denn hier haben. Ach, Zement haben wir zu viel. Ne, Zement haben wir gar nicht zu viel. Zement brauchen wir noch mehr. Wir haben nur 70% Zement. 150.000, wir brauchen noch 50.000. Ja gut, ist kein Problem. Wir produzieren ja auch noch Zement. Dann bringen wir nochmal Zement hierher. Das macht ja nichts. Das ist jetzt kein Drama. Nicht schick, aber selten. So, dann kommen wir hier auch ganz schnell wieder runter. Überhaupt kein Problem. Suchen uns den Überführungskurs raus. Sagen ihm, fahr da mal hin, bitte. So, währenddessen steigen wir in den ein. Da an dem Motor. Nehmen wir uns auch den passenden Überführungskurs. Bringen da die letzte Ladung Sand hin. Zement hätte ich genug. Hätte ich echt gedacht. Aber war nicht so. Am Fahrer einstellen. Ja, aktiviert. Dann steigen wir mal aus. Gehen dahin. Unser neuer Dodge, den wir uns gerade gekauft haben. Dann nehmen wir mal. Tauschen die mal ein in eine große Geldkassette. Die Frage ist, wie sinnvoll ist das, das in eine große zu packen? Ja, egal.
Ja, da warten wir jetzt mal ab. Machen zwei große. Ich weiß nicht, wie viel... Erstens weiß ich nicht, wie viel Stahl wir bekommen. Wasserankauf. Ist ja da in der Nähe. Hier, was Bauexpert sagt. Kohle wir hier noch haben? Nichts. Was haben wir bekommen? Naja, könnte ja sogar fast schon reichen. Weiß ich nicht, wie wir brauchen von den Paletten. Lassen wir uns mal überraschen. So, was haben wir denn noch? Was passiert hier denn noch? Wir haben den hier, den können wir mal Richtung Feld 4 fahren. Aber bei Feld 4 müssen wir ja demnächst dann mal... bisschen aussehen. Achso, wir können anfangen, Feld 12 mal zu ernten. Wobei, das würde ich eigentlich ganz gerne in der nächsten Folge machen. Ah, wir müssen Wasser in der Brauerei. Müssen wir unbedingt machen. Das ist eine gute Idee. Das machen wir gleich noch. Da holen wir uns oben. Erst versorgen wir die Zellstofffabrik noch mit Wasser und gucken mal, wie da überhaupt so die Füllstände sind. Und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht lassen wir erstmal die Zellstofffabrik mit Wasser auffüllen. Da muss auch bestimmt demnächst mal wieder Hackschnitzel hin. Und ach, ich war auch schon ewig nicht mehr in der Zuckerfabrik. Da muss ja auch völliges Chaos sein. Da muss ich mal mit einem Fahrzeug hin, um da wieder Autoload zu aktivieren. Ah ja, meine Fahrzeuge sind am Ende. Also dieses Sackgassenschild. Das kann da doch eigentlich auch weg. Fehlt. Hörst du mich? Wenn du mich hörst, das kann weg. Oh. Können Sie nicht grüßen? Ich wusste nicht von wem. Bremsen tut er hier gar nicht. Also das ist mal festzustellen. So. Jetzt gehe ich erstmal hier gucken, was hier abgeht. Okay. Ja, Paletten haben wir. Hackschnitzel sind auch noch da. Oh Wunder. Aber die Produktionen sind bestimmt alle komplett voll. Nee, nicht alle voll. Aber einige voll. Wie schön. Also räumen wir hier mal auf. Dann müsste die Produktion auch gleich anfangen wieder. Egal, was jetzt passiert. Ich
Ja, diesmal mit dem Werfen ist noch nicht so optimal. Aber eigentlich habe ich wieder nochmal Probleme. Weiß nicht, was ich machen soll. Palettenverkauf für Pellets. Palettenverkauf Hafen. 2946. Was soll denn das sein? Das Pellets? Palettenverkauf Hafen. 1843. Ja, aber das kein Angebot ist. Ja, warte mal. Erst muss ich eben hier gucken. Wie das hier. Wasser wir hier haben. Mehr als genug. Na, was war das denn? Ist da eine Kollision gewesen? Was auch immer. Sind ja gleich da. Ja, ich hoffe, dass er das überhaupt noch los wird. Da bei der Kompostfabrik. Sonst muss ich da gleich auch noch hin. Ich muss auch noch Kompost fahren. Oh Mann. So viele Dinge auf einmal. Mach mal, füll mal auf. Nein! Wer macht das denn? Ja, da habe ich jetzt aber keine Zeit, mich drum zu kümmern. Das ist jetzt
Letzte Ladung Sand. Die ich jetzt hier hinbringe. Da ist noch gar kein... Mal eben hingehen. Ja, sehr lustig. Jetzt müsste aber ja... Sand müsste jetzt voll sein. Sand ist voll. Das heißt, der Wagen hat auch noch Sand drin, oder wie? Oh, ich werd doch weich. Wie soll das denn jetzt gehen? Muss ich erst wieder da ganz zurückfahren, oder was? Oh. Ja, mein Baustellenschild liegt scheinbar auch auf der Seite. Das hat Peter auch erzählt. Wo können wir denn hier oben noch Stroh gebrauchen? Gar nicht, ne? Jetzt bringen wir da auch zu viel hin, der auch völlig dämlich ist. Aber nützt ja nichts. In der nächsten Folge machen. Ja, das kann ich noch gar nicht machen. Mann, der andere kommt so wieder zurück, wa? Er kommt gleich wieder zurück. Ja, wie ich sagte. Das Stroh gar nicht los. Was gibt's denn beim Kraftfeld? Geht überhaupt Stroh? Oh, Gras verkauft. Das ist ja auch nicht die Welt. Was machen wir denn da? Ich brauche noch mehr Anhänger.
weiß es nicht. Ich überlege mir das. Erstmal vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ja, vielleicht sehen wir uns ja demnächst wieder. Würde mich sehr, sehr freuen. Und wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir ein Like oder einen Kommentar. Wie gesagt, würde mich tierisch freuen. Krampe, den habe ich, glaube ich. Nein. Krampe. Mal diese 90.000er holen. Kupplung, einer hinten, Rad-Setup. Da würde ich mal sagen, ne? Komm ja sonst zu nix. Ja, achso, ja, sorry, ich war völlig in Gedanken vertieft. Ich, falls ihr uns nicht mehr hören oder ihr mich nicht mehr seht oder was auch immer, wünsche ich auf jeden Fall einen guten Rutsch ins neue Jahr und würde mich freuen, wenn wir uns dann nächstes Jahr wiedersehen. Ansonsten gibt es heute Nachmittag noch eine Folge. Bis denn, ciao.